Deutschland trauert. Die Schauspielerin Irm Hermann ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Seit den 60er Jahren ist die Schauspielerin nicht mehr von der Film- und Theaterbühne wegzudenken. So hatte sie nicht nur ein Talent für das Bühnenspiel, sondern auch Fernsehen lag der sympathischen Münchnerin. Zuletzt in der erfolgreichen Komödie Fuck You Goethe 3 zu sehen, hat sie auch im Bodensee-Tatort oder Doctor's Diary mitgespielt. Ihr letzter öffentlicher Auftritt liegt bereits eine Weile zurück. Im Jahr 2018 hat sie sich auf dem roten Teppich der Filmpremiere zu Zwei Herren im Anzug gezeigt. In dem Drama hat Irm die Rolle der Philomena übernommen. Seitdem hat man die 77-Jährige nicht mehr öffentlich zu Gesicht bekommen. Wie ihre Agentin mitteilt, hat Irm nach kurzer, schwerer Krankheit den Kampf verloren. Die Filmbranche verliert mit Irm eine hervorragende Schauspielerin mit zahlreichen Talenten. Für Irm hat sich der Vorhang für immer geschlossen, doch auf der Leinwand wird sie für immer weiterleben.